Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Demon Hunter, die Chroniken des Übernatürlichen. Jawohl, so heißt das Spiel. Und wir befinden uns hier im Vorhof zur Hölle, nein, vor dem Eingangstor, haben der lieben Oma ihre Katze zurück, ihren Kater, den Hickory, zurückgebracht. Den Mr. Hickory. So, und jetzt können wir hier auch nicht mehr viel entdecken. Schauen wir mal weiter. Sturmwind. Ja, genau. Wir brauchen hier irgendwas. Kompass? Zuerst muss einen Klebstoff finden, der den Kompass da reinkleben kann. Alles klar. Oh, wir haben ein Schwert. Wisst ihr, was mir da einfällt? Mit dem Schwert könnten wir hier vielleicht an diesem Baum das Harz abkratzen. Das ist echt cool. So, das hätten wir gelöst. Dann können wir Harz als Klebstoff in dem Kompass benutzen. Also in der Wettermaschine. Und den Kompass können wir tatsächlich da reinkleben. Der Wahnsinn. Okay, und hier haben wir unsere... Ische, was? Wolke? Das war wohl falsch. Ah, okay. Der Weg ist vorgegeben. Gewitter würde unsere Wolke auflösen, Wirbelsturm löst ebenfalls unsere Wolke auf. Also tragen wir unsere Wolke natürlich jetzt nicht in den Sonnenschein hinein, sondern dazwischendurch. Oh, das war nicht so gut. Da war wohl ein Sturmwind. Das heißt, wir müssen woanders hin. So, jetzt kann ich mal viel schief gehen. Jetzt werde ich noch dem Eis ausweichen. Da unten ist Wind, das heißt Richtung Eis. Und jetzt nur noch Richtung Süden und schon... Regnet es. Herr des Wetters. Jawohl. Erfolg freigeschaltet. Keine Abkürzung. Ah, keine Abkürzung heißt, wir haben wahrscheinlich einfach keine Überspringensmodule gewählt. Und auch keine Hilfsmittel bis jetzt gebraucht. Das finde ich gut. Ja. Hier war doch noch was. Der Zeiger. Uhrzeiger. Tatsächlich, den Uhrzeiger, den brauchen wir bei der Uhr. Und unser Notizbuch hat gesagt, 4.15 Uhr ist die wichtige Zeit. Boah, das kriegen wir hin. Hey, okay, passt. Dankeschön. 5 Spiegel haben wir. Die müssen, glaube ich, hier reingesetzt werden. Jawohl. Ah, okay. Okay, was genau muss ich hier machen? Ah ja, okay. Diese Kristalle hier geben einen Lichtstrahl ab. Den muss ich in diesen Kristall leiten. Man sieht, der hier ist schon richtig. Den könnte ich vielleicht noch ein bisschen weiter nach außen ziehen. Ja. Dann könnte ich den hier so rüberlenken? Nein, das machen wir sogar anders. Den können wir hier hochlenken, den hier hoch. So. Dann können wir das da runter und passt. Das war ja nicht so schwer. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber gut, was soll's. Wow. Ganz vorsichtig. Das ist eine Waffe, mit der du da rumspielst. Ich muss sie anklicken, oder? Okay. Thank God you're here. I didn't kill Professor Ashmore. We conducted experiments and opened the portal to another realm. It was the creatures from another realm that came out and killed him. Please, if you'll just help me. Follow me to the attic and I will tell you more. Okay. Wir scheinen ja wieder was gelernt zu haben. Das schauen wir uns gleich mal an. Jawohl. Ich habe Professor Ashmores Assistenten getroffen, der mich gebeten hat, ihn auf dem Speicher zu treffen. Er wollte mir mehr über den Tod des Professors erzählen. Die Tür zum Speicher
die Türen zum Speicher sind durch irgendeinen Mechanismus versperrt, an dem leider einige Teile fehlen. Alles klar. Notiz und geh auf den Speicher. Toll. Wenn wir schon wissen, dass da alles zu ist, dann brauche ich da jetzt nicht mehr hochzueilen. Ich werde erstmal im Keller anfangen, wenn er da schon da ist. So. Werde das Gift los. Alles klar. Was ist das denn? die anderen Sammlerstücke. Ihr erinnert euch, ich habe es euch immer gezeigt. Hier gibt es ein kleines Bilderrämchen da. Das muss eigentlich der Professor Ashmore sein. Und das sind wir als kleines Mädchen. Also unsere Protagonistin, um genau zu sein. Ja, und wir haben die erste Flasche gefunden. Das gibt also noch Emblemen und hier das. Mal schauen. Sollte ich mal wieder die Augen offen halten? Vielleicht habe ich auch schon was verpasst beim letzten Mal, weil ich habe nicht nach den Emblemen und so weiter genauer geschaut, sondern nur nach den Blättern. Egal. Hier ist eine Maschine. An der Maschine fehlt ein Kalibrator. Kein Wunder, dass sie nicht funktioniert. Jawohl. Eine Blume? Ich brauche eine verzauberte Klinge, um diese magische Blume abzuschneiden. Ja, jetzt wird's kritisch. Magische Blume abschneiden. Zahlenreihe gefunden. Okay, schauen wir mal rein. Ich habe auf dem Stück Pergament im Keller eine seltsame Zahlensequenz entdeckt. Das könnte eine Art Code sein. Aber wofür? Ja, 70, 30, 50, 80, 10, 50, 30. Das ist keine logische Reihe. Also jedenfalls keine für mich ersichtliche logische Reihe. Was haben wir hier noch? Seltsame Löcher. Ich frage mich, was da ist. Ja, hast doch gesagt, seltsame Löcher. Oh, und ich ersticke, wenn ich weitergehe. Ah, ja, ja, wir brauchen tatsächlich irgendwas, um das Gift loszuwerden. Fenster auf vielleicht? Nein? Na gut. Spielen wir woanders weiter. Haben wir denn hier? Wegen all dieser Bienen komme ich nicht dran. Sie würden mich stechen. Ich brauche eine verzauberte Klinge, um eine. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Ihr könnt euren Honig behalten. Und auf dem Sitz. Eieiei, wir haben eine weitere Sammelkarte, ein Sammelstück gefunden, man sie eher nennen. So, was haben wir hier? Oh, ein Wimmelbild. Sehr schön. Okay. Kerzenhalter. Das Ding sieht aus wie ein Kerzenhalter. Ein Löwenkopf, den habe ich da oben gesehen. Tagebuch ist nicht direkt auffindbar. Amethyst ebenfalls nicht. Gehstock. Okay, ich sehe nichts. Skorpion. Nein, sehe ich auch nicht. Hufeisen. Hufeisen sehe ich. Das ist da. Spieluhr. Keine Ahnung. Rahmen. Der liegt da. Dreieck. Drache. Rune. Rune? Rune. Okay, passt. Oh ja. Drache. Hier, ich sehe ihn. Der Drache. Und dann, ja klar, gleich neben dran der Skorpion. Und nochmal gleich neben dran das Dreieck. Ich suche nach einem gleichschenkligen Dreieck, beziehungsweise einer Marke Geodreieck. Aber es ist halt ein einfaches, normales Dreieck. Und das Witzige ist, es muss ja nicht sein, dass es eine Gerade ist. Das ist immer noch mit ein Dreieck, weil es drei Ecken hat. Ne? Das ist, man muss ja mal drauf kommen. Echt schön. Spieluhr. Keine Ahnung. Gehstock. Da liegt er. Da liegt er. Der Schlinger und sagt nichts. Jawohl. Da haben wir eine. Amethyst und Tagebuch. Halt, da kann man es aufmachen. Tagebuch. Perfekt. Amethyst, Spieluhr,
Amethyst, Spilo. Amethyst muss man irgendwas. Ne, das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Oh, halt, da können wir was tun. Aber was? Da können wir was machen. Wir müssen auch was machen, um an den Amethysten ranzukommen. Keine Ahnung, was wir da machen können. Können wir da irgendwas einsetzen? Nein. Irgendwas greifen können oder irgendwie. Ne? Oh, ja, können wir. Hier. Einmal auskratzen. Und perfekt. Wir haben einen Amethysten gefunden. Spüluhr. Wo ist die Spüluhr? Das ist keine Spüluhr. Nein, das ist keine. Das ist auch keine Spüluhr. Kasten hier vielleicht? Ja, tatsächlich, das war die Spieluhr. Ich habe einen Löwenkopf gefunden. Ist ja toll. Hier sind meine Bienen. Das heißt, das hilft mir erstmal nicht. Ich muss hier irgendwie die Bienen loswerden. Oh, da ist was. Dieser Würfel ist eine Art Behälter. Und es fehlt ein Teil. Ich schätze mal, dieses Yin-Yang-Zeug fehlt. Okay. Zimmer. Eingang zum Speicher. Was haben wir hier noch? Mal nichts. Wir können aber auch nicht mehr raus, ne? Seht ihr es? Also wir hätten, wenn wir die Blätter nicht vorher alle gefunden hätten, hätten wir hier keine Blätter finden können, glaube ich. Wir kommen gar nicht mehr raus. Das ist echt interessant. Gut. Gehen wir mal nach oben. Und was lauert denn hier auf uns? Oh, ich sehe schon was. Da klebt was an der Wand. Sammelstück Nummer 2. Gott, jetzt bin ich sowas von auf der Jagd. Okay, wo fangen wir an? Hier bei der Blume. Blume. Na gut, brauchen wir immer noch diese verzauberte Klinge, um die Blumen zu sammeln. Es sieht so aus, als wäre etwas hinter dieser Wand. Ja. Hilft nichts. Oh, guck mal, da könnte der Löwenkopf reinpassen. Nein? Doch. Ah. Ja. Um dieses Schloss zu öffnen, benötige ich 4 gleiche runde Teile. Alles klar. Okay, wir können ja noch nichts machen. Ich wollte gar nicht auf Tipp klicken. Jetzt habe ich mir einen Tipp geholt. Das war blöd, aber okay. Ach, nichts. Werde ich überleben. Was ist das hier? Da ist etwas unter dem Glas, aber es ist zu fest verschraubt. Dann brauchen wir wieder eine Münze zum Aufschrauben. Na gut, suchen wir das Ding mal in einem anderen Zimmer. Ja, Wohnzimmer. Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Hier ist es ein bisschen dunkler als sonst. Okay, Flur. Flur. Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Vermutlich ist es zu dunkel. Ich kann in die Küche gehen. Und oh, hier kann ich was greifen. Das ist ein Zahnrad. Schön. Ich habe ein Zahnrad. Und hier ist eine Blume. Ohne Schalter ist es keine gute Idee, das anzufassen. Aha, das scheint der Lichtschalter zu sein. Oder so. Es ist witzig, weil der Leuchtturm blitzt hier immer wieder rein. Habt ihr gerade gesehen? Warten wir nochmal ab, vielleicht kommt es nochmal. Ja, der Leuchtturm. Super. Echt schön. Aber der dreht sich doch gar nicht. Ergibt keinen Sinn. Oder strahlt er wirklich immer nur so in Intervallen in eine Richtung? Gut, wir sind in der Küche. Da vorne gibt es einen Esstisch, was auch immer. Oh, hier gibt es eine Spüle. Ein Emblem. Hey, super. Wir haben ein drittes. Das ist echt gut. Und ja, keine Ahnung. Süßigkeiten. Ich guck mal an. Teekanne. Ha,
Hier, Teebeutel, Teekanne. Das ist ein guter Platz, um etwas zu kochen. Ja, so gesehen schon. Aber ein Zahnrad, vor allem eins von drei, will ich nicht kochen. Macht keinen Sinn. Gehen wir mal da hinten hin. Okay. Ein Wimmelbild. Das brauchen wir. Dosenöffner. Den hätten wir ja vorher schon mal gebraucht. Wo ist der? Keine Ahnung. Scheckbuch. Das könnte ein Scheckbuch sein. Jawohl. Olivenzweig. Das sieht aus wie Oliven. Ventilator. An der Wand. Da hängt er. Serviette. Nicht ganz. Ah. Ring. Den brauchen wir. Das könnte die Serviette sein. Ja. Passt. Sanduhr. Noch nicht gesehen. Banane. Banana. Da ist sie. Zitrone. Da ist die. Paste. Butter. Oh, und gleich neben der Sanduhr. Ist ja super. Griff. Na gut, ich bin wieder verwirrt. Ich gehe mal langsam wieder durch. Was haben wir hier? Sieh an. Das könnte die Quaste sein. Ja, ist die Quaste. Griff. Griff. Ja, was für ein Griff? Ich meine, hier ist ein Henkel, das ist ein Henkel, da ist ein Henkel oder Griffe, wie man sie auch nennen mag. Oh, und da ist der Dosenöffner. Ist er? Seht ihr ihn? Ich habe nur jetzt gerade in dieser Hakennase erkannt. okay, das ist er. Griff. Was für ein Griff? Ich meine, hier gibt es Tausende und das ist vielleicht auch einer. Ist einer. Ich habe einen Ventilator gefunden. Was hilft uns ein Ventilator weiter? Kurz überlegen. Keller. Der Ventilator hilft uns vermutlich im Keller. So, und jetzt gehen wir noch durch die Spüle, weil da haben wir noch nicht reingeschaut. Im Abfluss steckt ein Stein. Ich brauche Werkzeug, um ihn da rauszubekommen. Alles klar. Werkzeug haben wir nicht, denn wir haben einen Ventilator und ein paar Zahnräder. Aber im Keller können wir den Ventilator wahrscheinlich gut gebrauchen. Die Frage ist natürlich nur, wo? Bei der Maschine? Nein. Hier? Auch nicht. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der Ventilator hilft, mir das Zeug wegzupusten, aber... Oh ja, da! Okay, muss man drauf kommen? Naja, kann man drauf kommen. War jetzt nicht so... Für mich nicht ganz so schlüssig. Aber hat ja gepasst. Okay, wir können Kisten wegmachen. Was haben wir denn hier drin? Hä? Okay. Muss ich von oben nach unten durcharbeiten? Nimmst du die Klinge weg? Dankeschön. Ah. Eigentlich schon zu einfach. Ein Ersatzschalter. Ich glaube, den können wir hinten beim Wohnzimmer installieren. Und es werde Licht. Welch ein schönes Gefühl! Wenn Licht an ist und... Hallo! Sammelstück Nummer 4. Oh, was ich hier sehe? Ein Zahnrad. Und jetzt gucke ich mal durch, was gibt's hier noch? Zahnrad, Zahnrad, Zahnrad. Küche, uninteressant, da waren wir schon. Schrank und Tür. Auf jeden Fall eine Lücke dazwischen, okay. Noch. Ah, wahrscheinlich wegen der Blume können wir hier nochmal hin, weil Licht ist an. Oh, Zahnrad. Zahnrad Nummer 3. Super.
Wir haben das und wissen nicht wofür. Okay, Schrank und Tür. Ich gehe mal zum Schrank. Das wurde irgendwie versiegelt. Ich muss durch das Glas schneiden. Und das ist der einzige Weg. Na gut. Ja, meine Uhr sagt gerade, die Zeit für die Folge ist leider schon wieder durch. Dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Folge uns durch das Glas schneiden können. Und die zweite Hoffnung ist, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.